bei João de Deus in Brasilien, in dem Ort Abadiania. Und in Abadiania hat er ein großes Zentrum aufgerichtet, was Casa Don Ignacio heißt. Und in diesem Zentrum passieren jeden Tag scheint Hunderte von Heilungen. Wir haben uns das jetzt heute Morgen angeschaut, wie die Menschen alle Schlange standen, um beim João de Deus vorbeizugehen. Ich hatte probiert, ihm die Botschaft schon zu hinterlassen, aber das war wohl nicht möglich. Er hat nur ganz schnell mir eine Karte in die Hand gedrückt, auf der stand Massage. Gut, dass ich Massage brauche, das weiß ich ja. Und ansonsten war es noch nicht möglich, mit ihm selber zu sprechen. Ich fragte den Vater, ob es denn irgendwie möglich wäre, dass ich die Botschaft, die er ihm bringen möchte, doch überbringen kann. Und dann sagte Vater, dass ich mir ein kleines Heft kaufen möge und dann die Botschaft dort hineinschreiben möchte.